Wir sind im Sumpf, aber das ist normale Wukubule. Das ergibt gar keinen Sinn. Was muss ich denn machen? Ach so. Ich habe die falsche Waffe und ich bin fast tot. Benutzen. Wow, hat das gebracht. Irgendwas sagt mir, ich brauche eine andere Waffe. Genau. Sterbt! Moment mal, wo kriege ich eigentlich jetzt Munition her? Hallo? Ja, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Was? Oh, leck mich. Doof. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Boom. Bams. Scheiße. Das ist ja alles schön und gut, aber... Ja gut, das spart so ein bisschen. Was? Tor. Was muss ich machen? Darauf schießen oder was? Wie sollen wir das denn öffnen? Was? Ach so. Alles klar. Mache ich. Kein Ding. Ich mach's auf. Ich bin auf der falschen Seite. Ich Idiot. Hier ist Zeug. Geile Scheiße. Oh ja, Jackal. Geile Scheiße. Wunderbar. Ist das ein 30er? Immerhin. Besser als gar nichts. Was bist du denn? Ach, wieder so ein Fledervieh. Geh weg mit deiner Schaufel. Hier gibt's nichts zu graben. Verpiss dich einfach. Hier soll es noch mehr Zeug geben. Ich brauche Zeug, verdammte... Oh, geile Scheiße. Das brauche ich nicht, das ist für Sheva. Sheva, wo bist du eigentlich? Okay, da. Ah, Schakal. Yeah. Wer auch mit irgendwas zu werfen. Du Penner. Boom. Danke. Aber es wird schwieriger. Wir finden weniger Munition. Oder ich stelle mich total doof an. Was könnte wohl eher hinkommen? Sheva hier. Nimm mit. Mein Gott, das Spiel hat einfach zu viel. Es hat einfach zu viel Action. Ich komme nicht zum Reden. Was ich sagen wollte, dieser Pseudo-Kinski hier, Irving, erinnert mich 1:1 an Salazar aus Resident Evil 4. Für alle die Resident Evil 4 kennen. 1:1, das war auch so ein kleiner... Boah, was? Sag mal, Alter! Heilige Scheiße! Da schleppst du eine ganze Kanalisationsverbindung mit dir rum, oder was? Meine Fresse. Und dann auch noch dödeln, also... Du hast echt gar keinen Anstand. Und dann noch nicht mal sterben. Ich glaube, es hackt. Guck nicht so böse. Du kannst ja doch nützlich sein, Chever. Ja, und dir mein Zeug nehmen. Genau, schießt du mal eine Runde. Ich habe zurzeit irgendwie eine kleine Flaute, was Munition angeht. Nee, aber er erinnert mich 1:1 an Salazar aus Resident Evil 4. Wie gesagt, für die es kennen, das war auch so ein kleiner, giftiger, widerlicher Gnom, den man einfach nicht mögen kann. Ja. Und dieser Irving, er ist im Grunde genauso. Nur, dass er vielleicht noch ein bisschen wahnsinniger ist, ich weiß es nicht. Er macht einen komischen Eindruck. Wie komme ich da wieder runter? So, alles klar. Josh, ich mag dich zwar nicht, aber danke, dass du gewartet. Was machst du da? Sag mal, versteckst du dich? Was machst du? Alles klar. Ja. Boom, wunderbar. Ich muss mir echt die Munition sparen. Was, wie soll ich denn runter? Doch keine Quick Action, sag mal. Wie seid ihr denn drauf? Komm ich nicht klar. Gott, oh Gott. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich habe die Reflexe eines Stinktiers. Wie komme ich darauf? Keine Ahnung, es ist aber so. Ja. Hier sind Fässer, die würde ich gerne haben. Hier sind aber keine Boomfässer. Hier ist nur Wukubule. Ich würde hier gerne an Land gehen. Was? Ja komm, heil mich. Was, wir haben nicht mehr zum Heilen? Moment mal, gib mir ein Ei. Danke. Ist das Ei? Yeah, er frisst ein Ei und schon geht's ihm wieder super. Logische Scheiße. Total logische Scheiße. Meine Fresse. Ich brauche aber echt mal wieder Zeug. Mann, ey. Erst habe ich zu viel, dann lege ich alles ab. Und wenn ich es ablege, brauche ich's. Was soll ich mit Pistolenmunition? Sheva. Ich bin überfordert. Arschloch. Shit. Er versteckt sich echt. Aber was für eine Flasche bist du eigentlich? Hast du keine Waffe oder was? Wo hast du das her? Ja, danke, Sheva. Warum immer du das her hast.
Hier, nimm das. Trevor, take it. Nimm es, bevor es anfängt zu schimmeln. Danke. Was müssen wir hier eigentlich machen? Das ist zu viel Action für mich. Ich meine, ich find's toll, aber das ist trotzdem zu viel Action. Ich will eigentlich erzählen. Ich will reden. Ich will leben. Ich kann darauf schießen, aber es wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Was zum... Was ist jetzt los? What the fuck is going on? The... Are you... Was? Sag mal, geht es dir nicht mehr gut, oder was? Da war, wo ist der? Du Arschloch. Du bist... Dämliches Arschloch. Hast noch nicht gesehen, du. Trevor, heil dich. Was ist denn... Was? Wow. 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 Ja, da würde ich mal sagen, da hat sich aber jemand eine Sniperkugel mitten in die Fresse verdient. Ja, ich möchte in den Shop. Danke. Ich hätte gerne das hier wieder. Ey, Action. Geile Scheiße. Das trägt Trevor, weil Trevor damit besser umgehen kann. Das auch. Nein. Ich glaube echt, ich nehme eine Pistole. Nein, tue ich nicht. Oh, das Ding ist nutzlos. Warum habe ich das überhaupt? Warum habe ich das überhaupt? Ich möchte gerne wieder raus jetzt. Natürlich ist ein Typ mit einer Gatling und er kann über die halbe Karte schießen. Warum? Weil es so ist. Muss es Sinn ergeben? Nein. Alright, let's go. Ja. Diesmal schieße ich aber auf den Wasserturm. Wo ist der eigentlich? Das Bummfass. Danke. Get down. Weiter, genau, da war ja was, da war ja was. Heilige Scheiße, wo ist der Wasserturm? Wo ist der? Ist ja gut. Hör auf mich zu. Was ist das eigentlich? Das sah komisch aus. Da ist er. Yes. Bams. Ich habe keine Ammo. Trevor. Yes. Sind hier noch mehr? Nein, aber... Hier, einfach boom. Und... Geh weg. Oh, hier ist so viel Boom, sehe ich gerade. Boom. Was? Wer war das schon wieder? Heil mich. Danke. Ach so. Ach, man hätte da gar nicht runtergemusst. Oder Moment mal, wo bin ich rausgekommen? Ich bin mit der Gesamtsituation überfordert. Merkt ihr das nicht, ihr Schweine? Und ich habe keine Munition mehr. Warum ist das Leben so grausam zu mir? Was habe ich dem Leben getan? Ich spiele dieses Spiel, aber ich meine, hallo? Ach, jetzt krieg ich Munition, danke. Ein 30er. Och man, könnt ihr mir keinen 100er geben oder sowas? Sag mal, Chef, hast du echt keine Munition mehr? Du hast ja gar nichts, doch hast du wohl. Nee, ich war doch hier, alles klar. Hier, Chef. Nimm es. Nicht reload, reloaded du. Mitnehmen und Schnauze halten, danke. Hör auf zu werfen! Dämlicher. Schnauze. Du, komm mal her. Ey, da ist der schon wieder, der Gatling-Wichser. Wo ist denn der? Mann, Trevor, du hast doch eine... Trevor. Ey, das ist scheiße. Das ist Grütze. Bin ich hier irgendwo sicher? Hier oder was? Ja, bin ich. Warum zur Hölle kann ich nicht... Trevor, gib mir mal deine Sniper. Danke. Du kleines Arschloch. Hier sehe ich ihn nicht. Ey, du kleiner Penner. Du widerwärtiger kleiner Penner. Wo ist der? Da, ach, den treffe ich doch nie, oder? Das sind zwei? Und auch noch Mexikaner? Nee, oder? Bams! Nee. Du kleine Mistratte. Bams. You know what? Kaboom. Danke, dass hier Ruhe ist. Meine Fresse. Hier, Stefan, nimm die... Nee, geh nicht an die... Nee, du bist da wahrscheinlich ohnehin zu doof für. Danke. Hier, nimm das mal.
Ach ja, ja natürlich, scheiße. Stefan, nimm das mal. Geben. Ja. Komm, Stefan, nimm's einfach und verwende es auch gelegentlich mal, wenn es sinnvoll ist. Dankeschön, Stefan. Ich danke dir, dass du so hilfreich bist. Was gibt es hier? Hier muss es Zeug geben. Ich brauche Zeug. Ich brauche was gegen Vukubule. Und hier ist viel Vukubule. Ja, sag ich doch. Hier ist tote Vukubule. Ich sagte, hier ist tote Vukubule. Hast du was für mich? Oh ja, du hast. Komm hier, TMP. Oh, TMP, geil. Ich könnte dich küssen, wenn du nicht gerade weggeblubbert wärst. Obwohl, ich glaube, ich würde dich auch nicht küssen wollen. Du stinkst bestimmt total widerwärtig nach irgendwelchen unschönen Dingen, die einem Zombie halt so aus dem Mund rauswachsen. Aber nee, ich will nicht drüber reden. Vertiefen wir das Thema nicht, sondern spielen wir einfach weiter. Ey, wow. Danke. Sind das Ballistics? Nee, sind das nicht. Das gehört noch mir. Das kann Stefan nehmen, die kommt damit besser zurecht. Und das hier. Ich bin vergessen noch immer nicht dazu gekommen zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte, aber... Eine neue Waffe? Ein neues Schrotgewehr. Okay. Die M3 SG. Die haben ihren Namen, die Waffen. Das kann sich doch kein Mensch merken. Itaka M37 SG. Steht wahrscheinlich für Schrotgewehr. Wird zumindest Sinn machen. Dann steht das für Magnum. Wie dem auch sei. Wir haben eine neue Waffe und ich habe sie sogar gefunden. Das ist ja, kann man die Glühbirne kaputt schießen. Ja Leute, für solche Sachen interessiere ich mich. Es ist grausam. Aber es ist so. Vielleicht kann ich jetzt ja mal ein bisschen reden. Wie wäre das denn? So, Vukubule ist ja gerade so ein bisschen zu Ende. Und ja, was ich die ganze Zeit sagen wollte, es ist schon scheiße, wenn man sich auf seine Aufnahmegeräte nicht mehr verlassen kann. Bei GTA 3 ist mir mein Mikrofon mal einfach so eben ausgegangen, weil es da Bock zu hatte. Weswegen ich eine Aufnahme ja nochmal neu spielen musste. Wie gesagt, für die, die GTA 3 gucken, die wissen es, die haben es gemerkt. Und für alle anderen, euch sage ich es jetzt. Und auch bei einem anderen Spiel, da war es auch der Fall. Nur, ich kann euch nicht sagen, welches Spiel, weil ich es zwar momentan produziere, aber noch nicht hochlade. Und ich will es so gesehen nicht spoilern. Ihr sollt es irgendwann anhand eines Fragezeichen-Thumbnails sehen, was ich denn da wieder schönes Neues angefangen habe. Aber dort war es auch der Fall. Da war auch, es waren nur 20 Minuten zum Glück, aber die musste ich auch dummerweise neu spielen. Beziehungsweise nicht neu spielen, ich habe sie nachkommentiert, was ich eigentlich auch sehr ungerne mache, aber stirb. Bye bye. Ich musste es dummerweise. Sheva, kannst du noch? Nee, kannst du auch nicht mehr. Dreck. Rotes Kraut. Ich muss jetzt dummerweise nochmal nach... Kannst du wohl, nimm den Scheiß mit. Ich muss jetzt dummerweise nochmal nachkommentieren. Und das ist für ein Spiel, welches ich... Ja, ich spiele es blind. Für das ich blind spiele, ist das halt nicht unbedingt von Vorteil. Und ich habe von meinem Gefrierschrank gesprochen, ja. Wie gesagt, ich habe zur Zeit meinen Gefrierschrank neben dem PC stehen, was halt ziemlich doof ist, aber halt durchaus der Fall. Und was ich jetzt letztendlich sagen wollte, ich glaube, dass es wirklich an meinem Gefrierschrank lag, dass der zu viel Strom gezogen hat. Ich habe auch im Let's Player Forum, ich kann da mal den Link unter dieses Video packen, denn das Let's Player Forum, ich finde das echt total, wirklich total toll, ohne Witz. Es konnte mir bisher jedes Mal helfen, wenn ich eine Frage hatte und hat mir auch diesmal mitunter weitergeholfen. Und ja, meine USB-Ports haben nicht mehr genug Spannung gehabt und deswegen ist mein Mikrofon... Was? Ach so, das sind zwei Hebel, alles klar. Und deswegen ist es wahrscheinlich halt dann des Öfteren mal ausgefallen. Ich glaube, dass es daran lag. Momentan ist mein Gefrierschrank ohnehin wieder in der Küche, aber... Ja, ich denke mal, es lag wirklich daran. Ich bin mir nur nicht so 100% sicher, deswegen es könnte wirklich sein, dass es immer noch so, dass es immer noch der Fall ist, dass mein Mikrofon plötzlich einfach abbricht. Und ich, ja, die Aufnahme so ein bisschen nochmal neu machen muss. Und das ist wirklich was, was mir halt Angst bereitet, wo ich keinen Bock drauf habe, eine... Vor allem eine Blind-Aufnahme, weil Resident Evil 5 spiele ich ja auch blind, nochmal, ja, toll neu aufnehmen zu müssen mit der Gewissheit, was ich hier machen muss, also es halt nicht mehr blind aufnehmen zu können, nur weil... Ah, ja, geh bloß weg! Heilige Scheiße! Was fliegt denn für ein Dreck rum?
Halt mit der Gewissheit, dass mein Mikrofon ja immer mal wieder einfach so abstürzen könnte. Das finde ich persönlich total scheiße. Und das wollte ich halt sagen. Das ist die schlechte Nachricht, dass ich auch jetzt gerade spiele, ohne zu wissen, ob es aufnimmt oder nicht. Shepard. Shepard. Oh, wunderbar. Ein Moment, die müssen ein bisschen näher kommen. Die müssen ein bisschen näher kommen. Die müssen... Wo fliegen die denn hin? Hallo, wir sind hier. Ah, jetzt kommen sie. Vielleicht droppen die irgendwas. Droppen die was? Keine Ahnung. Ey, pissen die Josh an oder was? Ihr Schweine! Ah, sterbt! Oh, sie droppen was. Na, super. Ach, verdammte Kacke, noch eins. Ja, ich reloade ja schon. Danke, dass du mich daran erinnerst, Shepard. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gerade aufnimmt oder nicht. Ach, hier ist die Gatling. Geiler Dreck. Aber ich brauche... Moment mal. Ja, genau. So weit wirst du auch. Moment mal. Ob ich damit Josh töten kann? Ich möchte es nicht ausprobieren. Aber... Boom. Ist irgendwie schwierig, mit dem Ding zu zielen, aber es macht unglaublich viel Fun. Und auch wenn meine Präzision nach diesem Gatling-Debakel hier auf 12% gesunken ist, ich finde es trotzdem irgendwie total cool. Und deswegen, wie schon auch gerade gesagt, ich werde jetzt halt Schnitte setzen müssen, zumindest in der ersten Zeit, um herauszufinden, ob es jetzt daran gelegen hat oder nicht. Aber keine Sorge, Leute, ich werde die Schnitte sehr dezent setzen. Also ihr werdet gar nicht merken, dass ich einen Schnitt gesetzt habe. Okay. Shepard, nimm's mit. Ich habe da eine Art und Weise herausgefunden, wie ich halt so Schnitte setzen kann, dass ihr es nicht merkt. Und zwar, Oh mein Gott, Leute, was ist das? Dreht euch um, du heilige Scheiße! Ein dreiköpfiger Affe! Oh, und da ist auch schon wieder weg. Schade. War was? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja Leute, ich denke mal, ihr wisst, was ich damit sagen will. Und ja, dabei würde ich es dann halt gerne belassen. Das war das, was ich sagen wollte. Das ist das, was momentan nicht so toll läuft, aber man kommt auch darüber hinweg. Und wie gesagt, ich denke echt, dass es an meinem Kühlschrank liegt, der eigentlich ein Gefrierschrank ist und der im Wohnzimmer stand, was sehr merkwürdig ausgesehen hat. Aber halt nicht vermeidbar war. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt wieder alles so läuft, wie es laufen soll. Und das Merkwürdige so gesehen, oder das Passende ist auch, dass es in der Zeit erst angefangen hat, wo ich das Ding... Sag mal, spawn die unendlich oder was? Oh, du willst auf mich schießen, du Arschloch. Das erst in der Zeit angefangen hat, wo ich ihn halt umgestöpselt hatte. Sprich, jetzt sollte es eigentlich alles wieder so laufen, wie es läuft. Aber ja, ich weiß, ich laber die ganze Zeit davon, aber es ist halt... Es ist halt total blöd mit der Gewissheit, die Aufnahme, die du gerade machst, die könnte vollkommen umsonst und nichtig sein. Wenn Fred aufnimmt, das sehe ich ja anhand der roten Frame-Anzeige unten, die ihr nicht seht, weil ich sie halt auf Non-Aufnahme gestellt habe, damit sie halt nicht aufgenommen wird. Aber ja, ob mein Programm Panax gerade aufnimmt oder nicht und ob mein Mikrofon funktioniert oder nicht, das werde ich erst gewahr, wenn ich... Alles tot? Ja, wenn ich die Aufnahme abbreche und dann wieder zurück auf den Desktop gehe. Und mal eben Tab drücken kann ich auch nicht, weil dann meine Aufnahme auch abbricht. Wo kommt ihr denn immer her? Oh ja, ich habe eine Armbrust und ich schieße in total falsche Richtung. Und jetzt sterbe ich, weil ich tot bin. Und auch was droppe, wo ihr nicht drankommt. Das ist doch alles Verbrechen. Na, mittlerweile habe ich wieder einige Sachen. Gut, das ist hier gerade sehr actiongeladen und ich komme da wohl dran. Yes, Shepard. Mitnehmen. Und auch an das Kraut. Wunderbar, das war jetzt ein ganzer Haufen Action und ich... Gut, ich habe ein Schrotgewehr zu viel. Wie sich das anhört, ich habe ein Schrotgewehr zu viel. Au, danke! Ey, das war nicht schlecht. Also Shepard merkt auch, wie viel man so gesehen an Energie weniger hat und demnach heilt sie einen dann. Wobei, nein, eigentlich könnte ich die gleiche Ladung nochmal gebrauchen. Okay. Let's go get this early. Wo schießt du die ganze Zeit drauf? Mal ernsthaft. Alles klar. Ach, es ist wieder Ruhe.
Ruhe kehrt wieder ein in den Sumpf in Namibia. Ja, für mich ist das jetzt Namibia. Warum? Weil mir gerade kein anderer afrikanischer Staat einfällt. Ja, doch, Ägypten, aber es ist wahrscheinlich Namibia. Oder Somalia. Oder Äthiopien. Oder die Republik Kongo. Oder ganz was anderes. Oder Mickey halt einfach mal die Fresse. So. Ja, vielleicht sollten wir auf ihn schießen. Das wäre durchaus sinnvoll. Oder uns ganz schnell verpissen. Ich glaube, es würde schon reichen, den Typen einfach da runter zu schießen, oder? Genau. Hey, wie der aussieht. You're just one of Excella's playthings. It was your master who spoke. One more time. What are you going to do about that? All right. I'll handle it. Use it. This. Won't you two just die already? You're making me look bad! Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! Ey, du hast dir tatsächlich diese Opossum-Pisse gespritzt. Du heilige Scheiße, bist du ein Idiot. Deine Brille ist trotzdem cool. Ihm wächst eine Krake aus dem Rücken. Na, herzlichen Glückwunsch. Ey, ohne Witz. 1:1 wie Salazar. Ohne Witz.